Ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen getroffen, die bereits viel Erfahrung haben mit Inverted Classroom Methods, die ich wahrscheinlich auch versuchen werde zu vermitteln bei uns an der Hochschule und wo wir das vertiefen können. Und das ist für uns eine sehr starke Bereicherung, die Vernetzung mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Hochschulen, von den pädagogischen Hochschulen, von den Universitäten. Die Keynote war sehr interessant und sehr bereichernd und der Herr Handke hat sehr viel Erfahrung in dem Bereich Inverted Classroom. Das war schon einmal sehr, sehr spannend, weil er sehr gut aufgezeigt hat, wo auch die Problemfelder liegen und dass das nicht von selbst läuft, sondern man sich wirklich sehr gute Überlegungen vorher machen muss, wie das Ganze funktionieren kann. Wir setzen bereits einiges um und haben einige Modelle bereits im Laufen. Jetzt mit der Pädagoginnenbildung neu haben wir große Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und das neue Curriculum ist ziemlich modern aufgebaut, gestrickt und konzipiert. Und hier werden viele Videoelemente, interaktive Elemente und Online-Elemente drinnen sein. Und da ist es natürlich sehr bereichernd, wenn wir hier guten Input dazu bekommen haben.